Hallo liebe Zielgruppe zu einem neuen Video hier auf unserem Kanal Kreuzfahrt Camper. Wir stellen euch wieder ein Fahrzeug vor und zwar den Summit 640. Ja, auch von mir natürlich ein Willkommen im Summit 640. Wir haben das altbekannte Cockpit hier in dem Fall von Citroën, aber sie nehmen sich ja alle da nicht so viel, die Hersteller. Also auch als Citroën und als Fiat gibt es natürlich diese Modelle. Hier oben rechts haben wir die Bedieneinheiten für einmal die Standheizung und dann für das zentrale Steuersystem hier in diesem Fahrzeug. Wir haben hier ein Schiebedach, so also beziehungsweise ein Ausstelldach mit Kurbelfunktion, ein großes Fach hier hinter. Gibt es auch noch weiter zum Lagern von gewissen Dingen, die man wie Jacken oder sowas. Dann haben wir hier an dieser Seite ein schön großes Fach, was noch in die linke und in die rechte Seite in die Tiefe reingeht. Also der Platz ist hier wirklich komplett ausgenutzt, also wirklich sehr gut gelöst. Ja, schauen wir hier uns einfach mal die Dinette an. Das ist die bekannte Dinette, sage ich mal, Funktion mit der Anbindung für den Beifahrer. In dem Fall macht das der Marcel. Ja, mit dem Tisch und ansonsten haben wir die Polsterliegeflächen. Wir haben hier unter noch ein vernünftig großes Staufach, was dann auch noch mal darunter in die Tiefe geht, wo man dann noch mal ein paar Geheimsachen reinpacken kann, aber wahrscheinlich, wie wir das kennen, nur flache Sachen, denn darunter laufen die Schläuche, Warm- und Kaltwasser. So, was wir hier drunter haben, ist der E-Block. In dem Fall, für wenn mal was ausfällt oder sowas, kommt man auch ganz gut dort ran. Schauen wir uns doch mal die Küchenzeile an. Einmal haben wir hier oben die gewissen Schränke, um auch, ja, sag ich mal, Mehl, Kräuter und Co., alles, was man für die Küche so braucht, dort unterzubringen. Wir haben ein schön großes Dometics-Kombinations-System für Waschbecken. Hier muss man wieder mit dem Wasserhahn natürlich aufpassen und auch der Gaskocher. Dann haben wir hier an der Seite, was ich sehr gut finde, einen tollen, ja, wie soll ich sagen, tollen rauskommenden Eckschrank. Wir können dadurch gut an diese Schränke rankommen oder an die Inhalte des Schrankes. Also gut gelöst. Was haben wir hier? Da sind Besteckschublade. Alles hier mit Softclose natürlich verbaut. Dann haben wir hier nochmal vielleicht für Teller und ganz unten vielleicht für Töpfe. Je nachdem, wie man sich das natürlich gestalten mag. Schubladen sind relativ groß, etwas kleiner dadurch, dass wir diesen Eckschrank haben. Aber dafür kriegen wir da ja auch noch ordentlich was unter. Nun ja, was haben wir jetzt hier? Wir haben hier aufmachen sollte ich es natürlich, den Kompressor-Kühlschrank hier, in dem Fall von Dometic. Auch hier ein schön großes Staufach, was das Eisfach betrifft. Also das heißt, wir können hier gut ein paar Eiswürfel mitnehmen. Gut gelöst, Trittstufen zum Aufgehen, die dann auch gleichzeitig noch Staufächer sind für den Bereich nach hinten in das Bett rein. Diese Staufächer sind raus oder diese Trittstufen sind rausnehmbar, so dass man hier auch eine Durchladung hinbekommt. Ja, an der Seite natürlich eine tolle Schiebetür. Wir haben hier das bekannte Bad, was mittlerweile Püssel hier auch so verbaut in dem Summit, in fast allen Summits. Einmal das Ganze mit dem für die Utensilien, für Zahn- und Wasch. Sachen. Dann haben wir da oben nochmal für Handtücher Haken, also gleich mitgedacht, super gemacht. Die Toilette ist dort. Abflussmäßig ist das bekannt. Da haben wir zwei Stück, einmal in der Mitte und einmal vorne rechts. Ja, und jetzt kommt ja die ganze Zauberei, beziehungsweise vorher möchte ich euch noch die Halterung hier zeigen für, also noch im Prinzip ist es noch ein Fach. Für diverse Sachen, die man sonst noch so an Reinigungsmittel oder sowas vielleicht verbaut. Dieses hier ist eine 12 Volt Steckdose, vielleicht für einen Föhn, den man ja auch nochmal betreiben müsste. Ja, und jetzt kommt die Zauberei. Ich ziehe einfach mal. Wie schon gesagt, jetzt kommt die Zauberei. Das heißt, ich ziehe einfach mal ordentlich und dann haben wir eine Wand auf die linke Seite rübergebracht. Aber was passiert nun? Ja, hier haben wir die Duschzeile.
Seite. Das heißt, dort oben die Duschbrause, der Mischer dazu, eine Halterung für diverse Sachen und dann ist unten natürlich der Ablass. Also haben wir schön den Dusch- und den Toilettenbereich voneinander getrennt, was ich persönlich richtig gut gelungen finde. Gucken wir mal nach hinten. Wir haben hier ja den großen, also den 640, also haben wir auch dementsprechend die Längsbetten. Da können wir wieder mit den Maßen, die habe ich gerade leider nicht im Kopf, aber die werden wir mal einblenden. Dann die Staufächer. Hier muss man allerdings ein bisschen aufpassen, weil da oben in der Ecke passt es in dem Fall nicht. Wenn, dann höchstens vielleicht andersrum. Andersrum geht's, das heißt erst hinten auf und dann zu den Seiten. Und ja, zu allen Seiten viel Staufächer, tiefe Staufächer, also hier kriegt man gut was rein. Was wir auch hier haben, sind die ganzen Fenster. Also das heißt, insgesamt sind es ja 4 Fenster, 2 in der Heckklappe und rechte Seite sowie auch linke Seite. Diesen Spruch, den wir gerade entdeckt haben, ist natürlich irgendwie camper-like, also ganz witzig gemacht. Was ich natürlich noch vergessen habe in der Küche, wir haben eine 230 Volt Steckdose als auch eine 12 Volt Steckdose und auch diese hier ist maximal mit 120 Watt belastbar. Und was ich auch ganz gut finde ist, die Arbeitsplatte hier ist natürlich ein bisschen höher, so kann man hier vielleicht Schnippeleien machen und hier dementsprechend gut kochen. Ich habe es mir mal gemütlich gemacht, am liebsten möchte man natürlich gleich einschlafen hier, das ist ja klar. Hier haben wir, das geht jetzt natürlich gerade nicht, weil kein Strom auf diesem Fahrzeug ist. Hier haben wir die Lampen sozusagen fürs Lesen oder halt dementsprechend mit einem Schalter auf jeden Fall versehen. Ich kann sehr bequem hier liegen, das ist gar kein Problem. Die rechte Seite des Bettes ist sogar noch ein bisschen größer, aber wie gesagt, das blenden wir euch auf jeden Fall ein. Wir sind jetzt in dem Fahrzeug natürlich am Ende angekommen, also am Ende dieses Fahrzeuges. Hier liegt auch das zusätzliche Bett drin. Das sollte man auch echt vielleicht dazu bestellen, wenn man sich wirklich sagt, naja, vielleicht ist doch nochmal jemand, weil Nachrüsten kostet richtig Geld und jetzt ist es ein Bruchteil von dem Preis, wenn man es halt gleich mitbestellt. Das Bett wird, um das nochmal zu verdeutlichen, wird eingebaut zwischen der Dinette, also der Sitzbank und der Schiebetür. Dort wird dieses Brett aufgebaut und darauf kommen die Polster. Dann haben wir auch ein Bett, glaube ich, von 1,96 m x 700 cm. Ja, die Gasflaschen in dem Fall wieder zur linken Seite hin gebaut. Auch hier haben wir die Duo Control, die ist ganz oben verbaut. Der Marcel wird das mal zeigen. Genau. Und die ist hier dementsprechend gleich mit Crash-Sensor. Lohnt sich auf jeden Fall auch mitzunehmen. Ja, ansonsten eine riesen Ladefläche und auch die LED-Anzeige bzw. die LED-Licht, damit man hier auch dementsprechend ein bisschen Licht hat. Die Betten lassen sich zur Seite hochklappen. Hier haben wir die Klicker für die Seite, dass man dementsprechend alles hier rausbauen kann und bis voll in den Laderaum, also in den Wohnbereich sozusagen auch mit mal was transportieren kann. Vielleicht irgendwelche langen Hölzer oder sowas, also als Transporter auch geeignet. Zum Fazit dieses Fahrzeuges, ein wirklich sehr gelungenes Fahrzeug. Ich finde, sehr hochwertig verarbeitet. Von den Materialien her fühlt es sich sehr gut an. Es ist wirklich sehr wohnlich und es macht auch Spaß hier, sage ich mal, dieses Video zu drehen. Und dementsprechend kann ich mir durchaus gut vorstellen, damit auch mal ein Wochenendtrip oder auch eine längere Tour mit zu verbringen. Tolles Fahrzeug kann ich mir auch für uns vorstellen. Und ja, aber ich sag mal so, schaut es euch selbst einmal an. Es lohnt sich auf jeden Fall. Ja, das war das Fazit. Das war der Summit 640 von Pössl. Das haben wir, glaube ich, noch gar nicht erwähnt. Das ist ein Pössl, aber ihr als gute Fachleute wisst natürlich, in welchem Fahrzeug wir sind. Wir haben euch auf der linken Seite einmal, auf der rechten Seite, gut, auf der rechten Seite haben wir das gemacht. Das ist heute was anderes. Gut, auf der rechten Seite haben wir euch eine Playlist verlinkt mit weiteren Fahrzeugen, unter anderem auch von der ABF 2020 in Hannover. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann gerne einen Daumen nach oben. Und dann sehen wir uns schon bald wieder beim neuen Video hier auf unserem Kanal Kreuzfahrtcamper. Ciao, ciao!